Komm mal, Leute, was geht ab? Ich bin's, Kato Akian. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer weiteren Review des Detective Conan Spin-Off Zeros Tea Time. Amuro sitzt in einem Restaurant, aber nicht alleine. Nein, er ist in Begleitung einer netten Dame. Wir sehen leider das Gesicht nicht, hierbei handelt es sich aber höchstwahrscheinlich um Wermut. Und sie dinieren im Baker Center und das ist gar kein unbekannter Ort, denn damals hat Yusaku seiner geliebten Yukiko einen Heiratsantrag gemacht und auch Shinichi und Ran haben sich zu einem Date dort verabredet. Ziemlich romantisch, wenn man das so nimmt. Ja, und das Essen hat ziemlich gut geschmeckt, aber Amuro wirkte nicht zufrieden und hat gesagt, ja, hätte ich die Fähigkeit, das Essen zu genießen, während ich gerade über einen Job rede. Und sie haben drüber gesprochen, ja, über den nächsten Job. Wermut hat er nochmal Amuro selbst und seine Arbeitsweise in den höchsten Tönen gelobt. Dann ist etwas Cooles passiert, und zwar wurde das Essen flambiert. Das ist im Endeffekt nichts weiter als das Entzünden des verdunstenden Alkohols einer mit Spiritose übergossenen Speise. Das nennt man dann auch flambieren. Und hier kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo Wermut und Amuro über die Schwarzorganisation gesprochen haben, ja. Eine coole Sache, weil wir wissen, die ganzen Kosenamen, die ganzen Decknamen sind alkoholische Getränke. Das war's dann auch schon. Amuro ist dann nach Hause gegangen und irgendwie hatte er die Lust, Essen zu kochen und das Flambieren anzuwenden. Und ja, er hat gekocht wie ein Weltmeister. Ihm hat das Essen sehr, sehr gut gemundet. Er hat aber zu viel gekocht und er sitzt leider alleine in seiner Wohnung. Also, was macht man, wenn man zu viel gekocht hat? Entweder man stellt es in den Kühlschrank, ja, isst es dann am nächsten Tag. Man darf es nicht wegschmeißen, man schenkt es vielleicht Nachbarn oder halt Freunden. Und genau so macht es Amuro. Denn er hat gesagt, okay, ich habe hier ein bisschen Essen über, das kann ich doch Kasami geben. Kasami ist unter anderem auch ein sehr, sehr guter Freund von Amuro, der mit ihm innerhalb der Sicherheitspolizei arbeitet. Das war's auch schon mit einer kurzen, knackigen Review. Ja, wir sind hier gerade bei 1,50. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. So viel ist leider auch nicht passiert. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai.